Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13 im Universe-Modus. Wir sind bei Raw is War, der ersten Raw-Ausgabe nach Over the Limit. Das Einzige, was bei Over Limit passiert ist, also steht schon gleich mehr in den News, John Cena hat gegen Triple H gewonnen und wurde der neue WWE-Champion. Nochmal ein kurzer Rückblick auf die letzte Raw is War-Ausgabe. Mark Henry hat gegen den Road Dogg gewonnen. Wade Barrett hat gegen den British Bulldog gewonnen. Santino Marella hat mal wieder gezeigt, dass er der absolute Motherfucker ist und kein Match verlieren kann, und wieder gegen Sin Cara gewonnen. Und dann das Match des Abends, was komischerweise erst das vierte Match war. Ein Tag Team Match, John Cena und Zack Ryder gegen Mankind und Epico. Ich habe Zack Ryder und John Cena gespielt und habe auch gesiegt. Jawohl, dazu hat es aber zwei Attitude Adjustments gebraucht. Naja, Mankind bleibt einfach nicht liegen. Und dann hat sich noch so ein bisschen herausgestellt, dass Zack Ryder und John Cena sich nicht leiden können. Möglicherweise steht da in nächster Zeit eine kleine Fehde ins Haus, auch wenn ich mir das nicht so wirklich vorstellen kann, weil Zack Ryder nicht so der Mann ist, der irgendwie das Potenzial hat, WWE-Champion zu werden. Und John Cena ist ja momentan unser WWE-Champion. Gut, kommen wir zum Match Nummer 5, das ja in den letzten Part nicht mehr reingepasst hat, sage ich mal. Stone Cold Steve Austin gegen Shawn Michaels in einem False Count Anywhere Match. Und ja, da starten wir jetzt rein. Ich werde allerdings diesmal niemanden spielen, ich werde das simulieren, habe ich mir mal gedacht, weil ich mich nicht so wirklich entscheiden konnte, wen ich jetzt hier spielen will. Aus diesem Grund starten wir jetzt hier rein, gehen wir rein ins Match. False Count Anywhere, das heißt, alles zählt. Jeder, egal wo der Pin oder die Submission ausgeführt wird, egal ob im Ring, unterm Ring, auf dem Klo oder auf irgendeinem Zuschauer drauf, was weiß ich, überall zählt der Pin. Stone Cold Steve Austin gegen Shawn Michaels. Also, Stunner gegen Sweet Chin Music. Ich tippe auf Stone Cold Steve Austin. Und da kommt er auch schon zum Ring. Und jetzt hört euch mal die Zuschauer an, wie sie jubeln. Und hört euch jetzt mal die Zuschauer an, wie sie das Gegenteil machen. Na okay, jetzt lädt er es noch. I'm ready for this. Whoa, 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 whoa! What's going on here? Shawn Michaels greift Stone Cold Steve Austin hinterrücks an. Okay, man hat die Zuschauer jetzt gar nicht buhen gesehen, aber ja, das war wahrscheinlich nur deswegen, weil das jetzt so eine Zusatzszene war, sag ich mal. Ich spiele niemanden, habe ich gesagt, da bleibe ich auch dabei. Shawn Michaels macht sich also weiterhin unbeliebt beim WWE-Universum, bei den WWE-Fans. Denn das hier war keine nette Aktion von ihm und die kommt dann hier bis der Arzt kommt, das gibt's ja gar nicht. Aber trotz dieser unfairen Aktion, diesem Clothesline von Shawn Michaels gegen Steve Austin, ist der Texas Rattlesnake jetzt erstmal hier an der Reihe und bringt Move um Move gegen HBK. Der kann jetzt aber erstmal kontern und haut Stone Cold Steve Austin jetzt hier um und da springt er auch direkt wieder auf. So Shawn Michaels typisch. Was denn jetzt? Jetzt jubelt er wie so ein Iltis, aber hier kann auch noch kein Superkick kommen. Nee, kommt auch keiner. Nee, jetzt ist erstmal Stone Cold wieder dran. Der schmeißt Michaels erstmal so gut wie raus. Jetzt tut er das auch nicht genau. Und da liegt Michaels auch schon außerhalb des Rings. Genau dort wird sich hier wohl auch viel abspielen. Denn es ist ja False Count Anywhere. Und da, was gibt's ja gar nicht? Das gibt's ja gar nicht. Sweet Chin Music. Von Shawn Michaels gegen Stone Cold. Alter, das gibt's ja gar nicht. Aber Stone Cold kommt nochmal raus, da es einfach nur der Anfang war. Jetzt holt er hier, da sind sie beide mit Treppen aufeinander zugegangen. Jetzt holt Stone Cold HBK die Treppe ab und schiebt ihn hier weg. Und jetzt kommt der Angriff gegen den Kopf von Shawn Michaels und er haut direkt wieder drauf. Da rächt sich Stone Cold Steve Austin jetzt natürlich. Der ist noch klar, der ist sauer. Der hat hier von Shawn Michaels erstmal
einen unfairen Clothesline abbekommen, bevor das Match angefangen hat, und dann direkt danach einen Superkick. Sowas lässt sich ein Stone Cold Steve Austin einfach nicht gefallen. Hat sie jetzt versucht mit dem Cover, aber das hat natürlich nicht funktioniert, das war klar. Solche Angriffe mit Stühlen, sonstigen Waffen oder auch eben Treppen vom Ringrand, die sind hier nicht so effektiv in WWE 13, das ist einfach mal so, aber gut. Ist auch nicht so schlimm, und da zeigt Stone Cold Steve Austin, dass auch er einen Clothesline setzen kann. Und das sogar im Match, aber jetzt ein Neckbreaker von Shawn Michaels gegen The Texas Rattlesnake. Und er geht auch direkt wieder weiter auf den Kopf, und jetzt holt er die Treppe, ja. Er bringt die Treppe in den Ring. Er bringt die Treppe in den Ring. Doch erstmal nutzt die hier keiner. Die wollen erstmal wieder so einen kleinen Schlagabtausch hier machen. Und genau das tun sie auch. Jetzt kann Shawn Michaels aber kontern. Nach diesen Schlägen von Steve Austin. Aber auch der bringt wieder einen Reverse. Und jetzt schleudert der Shawn Michaels da in die Ringecke. Aber der kann erneut kontern. Das gibt's gar nicht. Und jetzt... Wieso ist der hingefallen? Ach, der ist über die Treppe gestolpert. Shawn Michaels stolpert hier über die Treppe, und jetzt ein Kick gegen Steve Austin. Und man hört auch immer wieder, wie abwechselnd die Zuschauer sind. Sobald Michaels in Aktion bringt, fangen sie an zu buhen. Sobald Stone Cold im Vorteil ist, jubeln sie wie ein Iltis. Jetzt zum Beispiel. Kaum bringt Stone Cold da den Konter, rastet das Publikum aus. Okay, es rastet nicht aus, aber... ist auch realistisch gemacht, das Publikum mittlerweile bei der WWE, bei den Shows, also im realen Leben, die sind ja auch nicht mehr so laut, wie sie früher einmal waren. Dann schauen wir doch mal, was hier jetzt bei rauskommt bei diesem Match. Momentan ist HBK einfach in einem Vorteil, und das ändert die ganze Sache natürlich auch nicht. Und Stone Cold Steve Austin, jetzt hat er eine Platzwunde am Kopf. Jetzt hat Steve Austin eine Platzwunde am Kopf und einen Sprung von Michaels, aber der geht daneben. Der geht daneben, er spielt daneben, obwohl Stone Cold sich einen Scheißdreck bewegt. Der hat sich gar nicht bewegt. Michaels springt einfach daneben, doch trotzdem ist er jetzt wieder im Vorteil und bringt schon wieder einen Neckbreaker. Und das ist natürlich alles andere als gut für den Kopf von Stone Cold Steve Austin. Aber diesmal geht der Sprung nicht daneben. Diesmal trifft er aus den volle Suppe 1. Nein, das war's noch nicht. Gerade mal bis 1 gezählt, der gute Shawn Michaels. Aber da haut das Stone Cold wieder um. Der ist schwer im Nachteil jetzt, dieser Steve Austin. Der hatte natürlich bei Over the Limit vor einem Tag auch ein sehr anstrengendes Match gegen The Rock. Das stimmt natürlich. Der hat hier einiges noch in den Knochen stecken. Aber ein weiterer Neckbreaker von Shawn Michaels. Ob sich das hier noch ändern wird, ich wage es zu bezweifeln. Auch wenn ich am Anfang auf Stone Cold Steve Austin getippt habe. Es ist ja einfach mal so, dass HBK jetzt hier ganz klar die Oberhand hat, und es kann auch nicht mehr lange dauern, bis wir die zweite Switching Music sehen, aber jetzt kontert Steve Austin noch einmal, der Texas Rattlesnake mit einem Konter, und jetzt haut er hier Shawn Michaels auf den Ringboden, aber das war es natürlich nicht. Das war klar, dass das hier nicht reicht. Das hätte Austin sich auch mal früher können überlegen. Dass das hier nicht reicht, war sowas von klar. Und jetzt ist er auch wieder im Nachteil. Jetzt ist Shawn Michaels wieder dran, und da ist es. Da ist es. Jetzt feuert er die Fans, die er gar nicht hat, schon an. Und jetzt Sweet Chin Music gegen den Kopf von Stone Cold Steve Austin. Und das muss es gewesen sein. Und das war's. Shawn Michaels gewinnt gegen Stone Cold Steve Austin nach einem zu Beginn unfairen Angriff vor dem Match gegen Austin mit einem Clothesline. Und das war möglicherweise auch schon die Entscheidung, denn dadurch war Stone Cold einfach die ganze Zeit im Nachteil. Dann hat er noch eine frühe Sweet Chill Music abbekommen und hier dann zu guter Letzt wieder ein Superkick. Und damit der Sieg für Shawn Michaels. Ja, da klatscht er, aber so super nett hören sich die Fans jetzt auch nicht an, auch wenn sie noch ein bisschen jubeln. Naja, wie dem auch sei. Das war's. Shawn Michaels gewinnt gegen Stone Cold Steve Austin. Das war's mit dieser Raw is War Ausgabe. Und damit kommen wir zur nächsten Show. Nämlich zu ECW.
Und das steht in 4 Wochen an. Capital Punishment. Aber da ist noch ein weiter Weg bis dorthin. Also, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Ausgabe von Raw is War. Gehen wir weiter zu ECW und schauen uns die Matches dort an. Den man nie einschätzen kann, British Bulldog gegen den unbesiegbaren Santino Marella. Ich habe jetzt irgendwie Angst, dass British Bulldog auf einmal stark ist und gegen Santino Marella gewinnt. Aber so ganz vorstellen kann ich mir eigentlich... Ich tippe auf Santino Marella. Ja, das ist... Er gewinnt. Santino Marella gewinnt immer. Den könntest du gegen den Undertaker kämpfen lassen. Den könntest du Handicap-Match gegen Brock Lesnar, Kane, Undertaker und alle anderen Wrestler auch gegen das komplette SmackDown und Raw's War-Roster kämpfen lassen. Santino Marella würde gewinnen und jeden einzelnen platt machen. Das ist Wahnsinn. Gut. Kofi Kingston gegen Jack Swagger. One-on-one. Ich denke... Es ist relativ offensichtlich, dass Kingston hier gewinnen wird. So ist auch Jack Swagger immer noch in seiner Nullform und Kingston einfach konstant gut. Oh, jetzt haben wir mal ein interessantes Match hier. Primo und Epico gegen Shawn Michaels und Wade Barrett. Ah, beide im Einsatz. Wade Barrett und Shawn Michaels im Einsatz bei Raw is War. Epico ebenfalls, Primo nicht. Ich glaube, Primo und Epico... werden das hier gewinnen, denn die haben einfach diese Tag-Team-Erfahrung und das, die sind ein wirkliches Tag-Team und Shawn Michaels und Wade Barrett wohl eher nicht. Ich tippe auf Primo und Epico. Und so ist es auch. Primo und Epico gewinnen gegen Shawn Michaels und Wade Barrett. Wahrscheinlich war es auch so, dass Michaels sich nicht einig war mit Wade Barrett. Das könnte ich mir bei dem super vorstellen. Der ist ja momentan der absolute Heel hier bei unserem Universe-Modus, der greift ja jeden vor dem Match an. Na gut. Match Nummer 4. Oh, der gute alte Xardas ist mal wieder da. Xardas hat mal wieder ein Match. Wieder gegen den Road Dog. Da kommen doch alte Erinnerungen wieder hoch. Das war ja auch ein Match bei dem ersten Pay-Per-View bei Extreme Rules. Seitdem haben wir Xardas kaum noch mal gesehen. Was ist denn das Hauptmatch? Wisst ihr was? Wir spielen Road Dog gegen Xardas. Es wurde oft gewünscht, dass ich Xardas endlich mal spiele, dann werde ich das einfach machen und das Hauptmatch hier ausnahmsweise mal nicht zeigen. Ist auch irgendwie eine komische Konstellation. Also, Road Dogg gegen Xardas. So sieht's aus. Das ist unser Match für heute. Also, Road Dogg gegen Xardas. Der alte, gute, alte Attitude Era Road Dogg von D-Generation X. Gegen den Newcomer. Gegen Xardas, unseren Neuling. Aber ich bin mal gespannt. Ich werde selbstverständlich Xardas verkörpern. Das ist klar. Quasi auch ein Rematch von dem guten alten Extreme Rules Match. Na gut. Sein Intro zeige ich mal nicht, aber das von Xardas, den zeige ich. And approaching the ring from your darkest fears. The tank! Also, auf geht's.
Dann gucken wir mal, dass wir dieses Match hier gewinnen und für Xardas vielleicht eine gute Position rausschlagen können, dass der mal wieder ein Match überhaupt mal bei Raw's War mal wieder bekommt, überhaupt mal wieder Matches bekommt. Also hoffe ich jetzt, dass ich hier gewinnen kann. Und Road Dogg schön einen auswischen kann. Vielleicht bekommen wir dann auch wieder ein Match bei Capital Punishment. Aber zuerst müssten wir hier auch mal gewinnen. So einfach ist das natürlich auch nicht, denn Road Dogg, der ist eine harte Sau, der ist eine harte Socke. Es ist auch nicht so easy zu gewinnen und der haut uns hier erstmal aus dem Ring, ey. Was soll das denn? Das ist ja ein normales One-on-One, das heißt, mit Waffen ist hier nix. Und wie ihr seht, der Ringrichter, der zählt uns auch schön aus. Schöne Angriffe hat Xardas auf jeden Fall, das muss man sagen. Das muss man sagen, der hat's einfach drauf. Nice. Das sind schöne Angriffe. Komm, einen zeigen wir noch. Einen zeigen wir noch und danach gehen wir mal wieder rein. Fick dich. Danach gehen wir mal wieder rein. Ich wollte eigentlich nur in den Ring und nicht die Treppe da nehmen. Oh, super. Da kommt noch schneller rein, du Idiot. Jetzt bin ich wieder daneben gesprungen, weil der Idiot so lange gebraucht hat, bis er drin ist im, im Ring. Na gut, nicht so schlimm. Ja, jetzt kontert der hier. Aber jetzt kommt eine Aktion hier am Ring ran. Ah, nein. Oh. Normalerweise kann ich hier immer so gut kontern. Tja, das kann ich jetzt aber kontern. Alter, was hat Xardas für Moves drauf, ey? Das gibt's gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Das war ein richtig epischer Angriff. Sag mir mal, welcher Wrestler sowas kann. Und zack, da legen wir den fucking Road Dogg mal schön auf die Matte und wieder mit diesem Neckbreaker. Und ich gehe jetzt einfach mal auf den Ring. Zack, jawohl. Ich soll ja nicht so auf Zack sagen, sorry. Ein Ellenbogen in die Magengrube von Road Dogg. Jawohl, wir haben die Oberhand, auch wenn Road Dogg jetzt mal gekontert hat, ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir ihm mittlerweile wesentlich mehr geschadet als er uns. Jawohl, ein schöner weiterer Angriff hier von Xardas, von The Tank gegen Road Dogg. The Tank passt natürlich auch zu mir an für sich, weil es gibt ja niemanden, der in Battlefield 3 so gut Panzer fahren kann wie meine Wenigkeit. Ey bitte. Ja, komm. Jawohl, da haben wir uns mal schön durchgesetzt gegen den Road Dogg. Und sowas tut natürlich extrem weh, wenn Xardas das macht, weil, seht da, der hat da oben noch so Hörner. Signature Move, meine Damen und Herren. It's time. Ich weiß gar nicht, was das für ein Signature Move hat. Oh, tatsächlich, weiß ich echt nicht. Am Boden ging's nicht und vielleicht an der Ringecke oder so. Nee, auch nicht. Also, welchen Finisher hat, weiß ich selbstverständlich. Geiler Move. Geiler Move. Gleich von hier aus. Ne, ja, jetzt haben wir den Finisher schon. Dann setzen wir den doch auch direkt mal ein. It's time for Dead End. Der Finisher von Xardas. The Dead End gegen den Road Dogg. Und das war's. Eins. Das gibt's ja nicht. Scheiße. Jetzt wollte ich demonstrieren, wie unglaublich mächtig der Finisher von Xardas ist. Da steht dieser Wichser sofort wieder auf, ey. Aber gut, da habt ihr ihn mal gesehen, den Finisher von Xardas. Dead End heißt der. Ich finde den an für sich sowieso schon cool, aber vor allem ist der nochmal extra geil, weil Xardas sich am Anfang auch über den Rücken vom Gegner rollt. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so super gesehen hat im Video, ist auf jeden Fall so. Aber ich muss ihn ja sehr wahrscheinlich eh nochmal zeigen. Oh, das Match verlieren wir nicht mehr, meine Damen und Herren. Der ist ja schon komplett im Arsch, der Kollege. Damit haben wir Xardas Heckmann einen guten Ruf hier hergestellt. Oder was heißt hergestellt? Mal wieder gezeigt, dass Xardas es drauf hat. Vielleicht bekommt er jetzt mal wieder öfter Matches bei Raw's War. Und wieder ein schöner Sprung gegen den Road Dogg. Und da haben wir wieder den Signature Move, aber wie gesagt, kein Plan, was es ist. Muss ich mal einstellen bzw. nachgucken. Und dem möglicherweise auch mal noch einen ordentlichen. Na, ah, kontert der. Verdammte Axt. Komm. Oh, das habe ich glaube ich nicht schon ein bisschen spät angefangen. Nee, ich glaube trotzdem. Nice. Jetzt können wir gleich noch einmal
das Dead End zeigen, den geilsten Finisher ever. Und da hat er seine Platzwunde auch schon am Kopf. Oder was heißt schon, da hat er seine Platzwunde jetzt am Kopf. Komm, ich will endlich meinen Finisher machen. Sehr schön. Komm, wir jubeln noch einmal. Ah, es kontert der. So. Und jetzt aufgepasst mit dem über den Rücken rollen. Was? Hat er gerade meinen Finisher gekontert? Du Wichser! Alter, du Wichser! Hat der meinen Finisher gekontert? Alter, so ein Spaß hier. Es kommt natürlich immer im Cover. War das eng, ey. Mann, ich finde dieses Cover abzubrechen total scheiße, ey. Das ist so blöd. Da kannst du sogar verlieren, wenn der Wrestler noch komplett fit ist, ey. Oh Mann, jetzt kann ich das Dead End gar nicht mehr zeigen, ey. Ach komm. Dann beenden wir das Ganze hier. Ist eh vorbei. Der ist total im Arsch, der Kollege. Das dürfte eigentlich nicht mehr... Das gibt's ja nicht. Muss ich jetzt nochmal bis zum Finisher machen, oder was? Ach, wie blöd. Der ist komplett im Arsch. Guckt euch... Warte, Moment. Guckt euch den mal an. Der ist komplett im Arsch. Das konnte er natürlich erstmal wieder. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass er wirklich komplett kaputt ist. Denn er hat ja Platzwunde, sein Körper ist überhaupt nicht mehr fit. Und, naja. Das ist er natürlich hier erstmal dran. Oh, scheiße. Oh, jetzt fange auch ich mal an zu bluten hier. Fuck. Ist so schön. Ja, jetzt aber erstmal wieder ein Konter. Na, kannst du mich mal. Ah, du Spasti, ey. Konter man nicht jedes Mal. Ich fängt auf einmal wieder so übel an zu kontern, dieser Spast. Ich will das Match jetzt hier gewinnen mit Xardas. Wenn ich mit irgendwem verliere, ist das ja nicht so schlimm, aber... Mit Xardas will ich dann doch gewinnen, ey. Also, besorg mal wieder deinen Signature-Move und dann... haben wir diesmal wirklich wieder Dead End raus. Der kontert man nicht, der Spasti, ey. Das ist natürlich auch ein blöder Angriff. So, Konter. Und endlich kontert der mal nicht. Signature Move haben wir schon mal. Signature Move haben wir schon mal. Das ist schon mal super. Ist auch geil, dass man da dann pinnen kann. Wahnsinn. Jetzt pinkt ein Pin natürlich nichts, aber egal. Oh, da ging es ganz kurz. Der Signature Move. Ganz kurz stand da Y. Vielleicht gerade, wenn der Gegner aufsteht. Was aber ziemlich komisch wäre. Schon weiß mal. Ah, jetzt habe ich den Finisher. Na gut. Dann hebe ich ihn mal auf. Komm, heb ihn auf. Also kann man gar nicht aufheben. Na, dann warte ich eben, bis er aufsteht. Und dann mache ich Dead End. Und da war die Rolle. Und jetzt kommt er wieder. Der Finisher. Boots. Jawohl. Und das war's jetzt aber, meine Damen und Herren. Eins. Was? Willst du mich verarschen oder was? Okay, dann kriegt er gleich einen anderen Finisher ab. Ich habe nämlich noch einen, wenn ich mich nicht irre. Aber das kann ja wohl nicht wahr sein, ey, dass der immer rauskommt. Was ist denn das für ein Biest, ey? Der ist ja schlimmer wie Mankind. Der hat sich zweimal den Finisher eingefangen, ist komplett im Arsch, der Kollege. Und, kommt passiert was im Finisher raus, ey? Wie unfair ist das denn? Oh Mann, ist das so scheiße. Blöd, dieses komische Rauskommen aus dem Gegner-Pin. Ja, dann jubel ich mal wieder ein bisschen, denn er wird jetzt erstmal ein bisschen da liegen. Jawohl, da zeigt er mal seine Tattoos. Ein Neckbreaker und wieder jubeln. Eben seine Dinger sind nur da, um die Tattoos zu zeigen. Ja, den Signature-Move haben wir schon mal wieder. Ah, shit. Jetzt bin ich mir mal gerade gar nicht so sicher, ob ich wirklich noch einen anderen Signature-Move-Finisher habe. Oder? Ich bin doch wieder... Ich bin wieder im Seil drin. Diesmal mache ich aber keinen Finisher, ey. Wow, wieso bleibt er nicht liegen? Ah, oh, es war ja klar, dass ich jetzt wieder kontern muss. Also mach ich's auf. Dann leg ihn doch mal hin, ey. Aber nicht so. Leg ihn eher in die Mitte. Nee, ich hab doch... Scheiße. Ich dachte, ich hätte noch einen. Okay, dann machen wir nochmal den...
Oh, den hier. Den habe ich noch. Gut, dann habe ich mir den eingestellt. Den Stunner. Ich könnte ein Comeback machen. Für was brauche ich ein Comeback? Ich bin gerade voll am Gewinnen. This could do it. Two, endlich. Endlich. Alter, fuck, hat das scheiße lang gedauert. Damit haben wir ihm gegeben. Oh, ein Superstar ist geboren. Was ist das denn? Gewinne mindestens ein Match auf Stufe schwer oder höher. Hä, ich habe... Und der Anfang... Achso, das ist was anderes. Gewinne ein Match mit einem erstellten Superstar im WWE-Weltmodus. Hä, aber ich habe doch vorher schon auf schwer gewonnen. Ich habe das Tag-Team-Match, das haben wir doch auch schon gemacht. Das war auch auf schwer. Naja, da sieht man ihn nochmal. Den Stunner. So sieht's aus. Zadas macht hier den Road Dog Platz. Und da ist ja auch die geile Musik. Jawohl, meine Damen und Herren, wir haben gesiegt, wir haben gewonnen mit Xardas. So, und wie gesagt, das nächste Match, dieses Triple Threat Match, das werde ich noch gerade simulieren. Das werde ich nicht mehr zeigen. Sin Cara gegen Mark Henry gegen Mankind. Zack. Und Mankind gewinnt. Oh, ich habe vergessen zu tippen. Naja, egal. Ich habe vergessen zu tippen. Ist nicht so wichtig. Machen wir eben einen Tipp raus. So, meine Freunde, das war's erstmal wieder mit Let's Play WWE 13 im Universe Mode. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Würde ich mich sehr freuen. Ich ebenfalls freuen würde, eine Bewertung und einen Kommentar. Bis dann, bleibt dran.